Gut, schönen Vormittag und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem 329. Wiener Derby. Anpfiff am Sonntag in der Generali Arena um 17 Uhr. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein ins Geschehen und wie gewohnt gibt es vorab einige organisatorische Infos von meiner Seite. Christian Scholzengeier ist ja leider nach wie vor verletzt und deswegen hat er leider Zeit für Autogramme oder Gott sei Dank für unsere Fans Zeit für Autogramme und wird um 15 Uhr im Fanshop in der Osttribüne gerne für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen. Vor der Westtribüne sind wieder unsere Spielestationen und die Hüpfburg aufgebaut. Im kostenlosen Kindergarten, der auch in der Westtribüne ist, können sich alle Kids schminken lassen und im Fanshop in die Viola Sports Bar, die haben ab 14 Uhr geöffnet. Vielleicht beim Derby auch sehr interessant, Parkmöglichkeiten, die gibt es natürlich bei der Parkfläche direkt am Verteilerkreis oder am Parkplatz der FH Campus Wien in der Favoritenstraße. Alle genauen Infos und Adressen dazu gibt es bei uns auf der Website unter www.fk-austria.at. Wie gewohnt spielen wir jetzt den Ball gleich weiter an die sportliche Abteilung und ich darf an den Chris Ilzer, an den Trainer weitergeben und nachher an den Stefan Zwierschitz und sagen wir mal ganz locker, wollen wir beginnen, Chris, wie sieht es denn personaltechnisch aus? Bitte. Ja, bis auf unsere Baustelle, die Innenverteidiger, lichtet sich das Verletzungslazarett immer mehr. Auch diese Spieler, die jetzt am Beginn verletzt waren, wie Sachse, Dutsche, die werden jetzt auch immer fitter, immer matchfitter. Und ja, es nimmt mich sehr, sehr zuversichtlich. Die Möglichkeiten werden dadurch größer und ja, wir sind von dem her absolut bereit für dieses Spiel, auf das ich mich natürlich besonders persönlich schon sehr, sehr freue. Es ist eine große Vorfreude. Ich denke, war schon als Kind für mich ein Spiel, das ich mit großer Begeisterung verfolgt habe. Dann auch später als Spieler und als Trainer, als Wiener Derby hat man sich immer mit großem Interesse dann angeschaut. Und ja, jetzt bin ich erstmals mittendrin. Und ja, freue mich schon sehr drauf. Dankeschön, Chris. Stefan ist ja auch ein Derby-Neuling. Stefan, was erwartest du von dem Spiel? Ist ja immer eine ganz spezielle Atmosphäre. Wie denkst du, wie wird das für dich? Ja, ich denke, für mich wird das auf jeden Fall ein Highlight in meiner Karriere sein. Wie der Trainer schon gesagt hat, das Wiener Derby ist immer sehr prestigeträchtig, es sind sehr viele Emotionen dabei. Es ist in ganz Österreich, glaube ich, wird das mit Spannung verfolgt. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt ein Teil davon bin und dass ich da dabei sein kann. Das macht mich stolz und ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir das für uns drehen werden, das Spiel. Dankeschön, meine Herren, für die ersten Statements. Mit Fragen bitte ein Handzeichen. Michi kommt mit dem Mikro und dann geht's sofort los. Ich nehme an, Peter Glöbel, Kronenzeitung beginnt. Ja. Chris, von Hartberg, was hast du mitgenommen aus diesem Spiel? Ja, ich denke, es war vor allem was das Gemeinsame, was unsere Ausdrucksweise war, was die Körpersprache betroffen hat, aber das Spiel mit dem Ball. Wir haben einfach mehr Ruhe ausgestrahlt in der Phase des Spielaufbaus und in zweiter Instanz sind wir dann auch konkreter geworden im Spiel nach vorne hin, waren da beweglicher, flexibler und ja, das kann man schon als absolut positive Punkte aus diesem Spiel dann mitnehmen. Und vor allem auch, was die Mentalität betrifft, dass wir einfach einen Pausenrückstand dann auch gedreht haben. Das waren alles Punkte, die mir dann schon sehr, sehr gut gefallen haben. Martin Lang, ORF Wien, Radio Wien. Cheftrainer, was spricht für die Austria in diesem Derby? Spielen ja beide im Moment, oder sind beide in keiner überragenden Position. Und Ilzer Kübauer, irgendwie ein emotionales Trainerduell, wenn man es ja zeitlang kennt, gewisse Begegnungen hatte etc. Ja, ich denke, die Vorzeichen sind ähnlich. Wir können mit einem Sieg Rapid überholen. Wir spielen da zu Hause. Für uns wird es einfach wichtig sein, dass wir uns unsere eigenen Stärken besinnen. Die Stärken von Rapid kennen wir natürlich, die müssen wir in den Griff kriegen. Aber dann müssen wir schon schaffen, unser Spiel da auf den Platz zu bringen und ja, das einfach auch mit großer Zuversicht, mit großer Leidenschaft, aber auch mit kühlem Kopf dann durchziehen über mehr als 90 Minuten, dann denke ich, können wir hier am Sonntag als Sieger vom Platz gehen. Trainer? Ja, wir sind beide sehr leidenschaftliche
emotionelle Trainer, die, ja, die unbedingt ihr Team zum Sieg führen wollen. Aber ich denke, das braucht man jetzt nicht auf die Trainer reduzieren. Die Spieler stehen am Platz und es wird auch zwischen den Spielern dann entschieden werden am Sonntag. Andreas Forst, Servus TV. Herr Cheftrainer, wie ist denn das früher in Ihrer Kindheit? War das immer ein Spitzenspiel, das Wiener Derby? Es ist immer um den Meistertitel gegangen, um die Tabellenspitze. Jetzt hinken ja beide Wiener Vereine eigentlich ihren Ansprüchen hinten nach. Und realistisch betrachtet ist das ein Duell um den ominösen Strich. Wer es hinaufschafft in die obere Playoff-Hälfte, in die untere, kann ein Derby-Sieg, eventuell sogar so ein hoher wie beim letzten Mal, beim letzten Heimderby, kann das helfen im Kopf, diese Knopf, diese Hindernisse, dieses Verkrampftsein bei der Mannschaft zu legen und befreiend wirken? Ja, definitiv. Also im Moment hilft uns jedes Erfolgserlebnis. Vor allem ein Derby-Sieg könnte natürlich eine ganz spezielle Strahlkraft haben, einen speziellen Rückenwind uns geben. Insgesamt denke ich, muss man einfach in diesem Derby, da kann man, glaube ich, nochmal extra Prozente an Leistungsfähigkeit aus sich rauskitzeln. Und so ein Sieg würde uns natürlich unglaublich gut tun und uns natürlich auch in den nächsten Wochen helfen. Peter Glöbel nochmal. Bitte, Michi, Kronenzeitung. Stefan, du bist einer, der erstmals ein Derby Vorbereitung auf die Woche erlebt. Wie hast du das in der Kabine erlebt? Ist es wirklich anders für einen Fußballer vor einem Derby? Also ich kann sagen, ja, es ist schon anders. Es ist zwar ein Spiel, wo es um 3 Punkte geht und da kriegt man nicht mehr Punkte als in einem anderen Spiel, aber man merkt einfach die ganze Woche vorher, dass schon ein gewisses Kribbeln da ist im ganzen Verein, dass eine gewisse Anspannung herrscht, dass jeder auf das Spiel hinfiebert. Man merkt es auch im privaten Umfeld, wird man des Öfteren auch darauf angesprochen, auf das große Spiel. Und ja, ich merke einfach, dass jeder sehr fokussiert ist von uns und dass jeder weiß, was auf einen zukommt. Und ja, dass wir uns einfach sehr auf das Spiel freuen, alle gemeinsam. Stefan Oellerer, Ö-News. Trainer, beim letzten Spiel gab es wieder eine rote Karte. Sie müssen die Verteidigung wieder umändern, zwangsweise. Ist das ein Nachteil gegenüber Rapid, meine ich jetzt? Naja, gegenüber Rapid hat ja auch so ihre Probleme, immer wieder Ausfälle gehabt jetzt. Da denke ich, sind wir jetzt beide Vereine nicht gerade vom Glück verfolgt, jetzt was dieses Thema betrifft. Für uns ist es natürlich so, dass wir jetzt, glaube ich, noch kein einziges Spiel mit derselben Formation, vor allem in der letzten Linie, beginnen konnten. Und das ist natürlich kein Vorteil, weil wir brauchen da auch dringend Stabilität und da wird natürlich schon ganz gut tun, wenn wir hier dann auf unser Stammformation dann bald einmal finden werden und nicht permanent Ausfälle zu beklagen hätten. Frage noch an den Stefan. Es zeigt, dass Sie heute da sind. Sie werden vielleicht eine zentrale Rolle beim Derby spielen. Was erwarten Sie sich von diesem Spiel im Speziellen? Ja, wie ich schon gesagt habe, es ist ein sehr emotionales Spiel. Es ist ein Spiel um die Nummer 1 in Wien, wo, glaube ich, jeder, der dabei ist, unbedingt gewinnen will. Ich denke, dass es ein sehr enges Spiel wird, ein sehr umkämpftes Spiel wird, wo Details wahrscheinlich entscheiden werden. Und wie ich schon gesagt habe, ich denke, dass wir da sehr gut vorbereitet sind, dass wir genau diese Details für uns nutzen können, dass wir dann die 3 Punkte holen werden. Andreas Forst wieder. Chris, wir wissen das, bei beiden Mannschaften fehlen eigentlich die Stamm-Innenverteidigung. Jetzt kann man von der Papierform her eigentlich ein torreiches Spiel erwarten. Kann das aber nicht passieren, dass genau das Gegenteil passiert, dass beide Mannschaften aus Angst die Defensive zu entblößen, sehr defensiv spielen und das für die Zuseher ein ödes 0-0 werden kann? Schwierige Frage. Das ist natürlich für uns schon. Wir haben jetzt noch kein Spiel bis auf das Cup-Spiel zu Null gespielt. Das ist für uns ein permanentes Thema, permanente Fragen, die wir uns stellen. Wie können wir unsere Abwehr stabilisieren? Wie können wir da einfach stabil auftreten? Aber man sollte auf keinen Fall in die Jammerei verfallen. Ich denke, wir haben einfach einen Kader, der ist gut genug, um hier auch mit diesen Ausfällen dann eine Abwehr zu formieren. Und Abwehrarbeit beginnt ja bekanntlich bei den Stürmern. Und wenn wir da als perfekt als Team funktionieren, wenn da
einer für einen anderen arbeitet da im Spiel gegen den Ball, dann denke ich, wird es möglich sein, dass wir stabiler werden, dass wir da unsere Ziele, die wir fürs Spiel haben, dass wir diese individuelle Klasse von Rapid auffangen können, dann wird uns das gelingen. Und auf der anderen Seite ist es genau das gleiche Thema, was wir uns defensiv stellen, dass die Fragen, die wir uns defensiv stellen, auch wie können wir Rapid lösen, wie können wir gefährlich und oft genug fast da kommen und da Rapid vor Probleme bringen. Und das ist genauso das gleiche Thema wie die Abwehrarbeit. Weitere Fragen? Thomas Muck vom Sportreport. Chris, wie erwartest du Rapid? Die Leistungen der Hütteldorfer waren in den letzten Wochen ja auch nicht gerade von Konstanz und von Tiki-Taka-Fußball geprägt. Wie erwartest du den Gegner und gibt es neben den Emotionen auch noch Dinge, auf die du deine Mannschaft besonders vorbereitest? Ja, grundsätzlich hat einmal ein Derby eigene Gesetze, also das kann man jetzt nicht vorhersagen, mit welcher Leistungsstärke da unser Gegner auf uns zukommt. Im Grunde erwarte ich mir einfach mit Murg, Schobesberger, Fond, dass viel individuelle Qualität, die immer die Klasse haben, auch mit Einzelaktionen, mit Tempo-Dribblings, uns vor Probleme zu stellen. Das müssen wir im Griff haben. Auf der anderen Seite wissen wir, dass sie Qualität bei Standards haben. Da denke ich, einmal werden sie sich auch einiges überlegen. Auf das haben wir uns vorbereitet. Und ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist einfach extrem wichtig, dass wir aber bei uns bleiben, auf unsere Stärken, auf unsere Qualitäten schauen, dass wir auch wissen, wo können wir Rapid wehtun, auf das haben wir die Mannschaft vorbereitet und zusätzlich müssen wir dann auch unsere Mannschaft mit viel Selbstvertrauen, mit einem guten und kühlen Kopf ins Spiel schicken. Es wird viel Leidenschaft und Zweikampfintensität drinnen sein, da müssen wir einfach dagegen halten und einfach das coolere, klarere Team sein dann. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe im Moment keine Handzeichen mehr, dann sagen wir Dankeschön. Wie gesagt, Karten gibt es online über Winticket oder bei uns im Fanshop und natürlich am Spieltag an den Kassen rund um das Stadion. Dankeschön, wünschen einen schönen Freitag und freuen uns auf ein schönes und sportlich faires Spiel am Sonntag. Danke.